Also es war, ich glaube, für uns überhaupt kein Problem, jetzt was zu finden, was wir beide mögen musikalisch. Weil wir haben halt auch schon früher, wir haben früher doch auch öfter mal zusammengespielt. Und das war eigentlich dann ziemlich klar, was wir beide gerne haben. Und das ist halt so, wir so Chicago-trackige Sachen. Und da war es dann eigentlich ziemlich klar, was wir machen wollen irgendwie. Genau, die Richtung war schon eigentlich klar am Anfang. Und so ist es dann auch zur Zusammenarbeit dann gekommen, ja. Und es hat richtig Spaß gemacht. Es gibt so viel Musik, die wir quasi zu Hause auch in den Regalen haben, die der andere im Regal hat, ja. Von daher war das eigentlich eine einfache Entscheidung. Also für mich, ich merke schon, ich bin so ein bisschen, wie sagt man, eingerostet, was so überhaupt, sich vor die Tür zu bewegen und dann noch in den Club zu gehen. Ich muss da erstmal so ein bisschen auftauen, merke ich, weil es jetzt einfach so lange Lockdown war. Und ja, also wie gesagt, ich brauche noch so ein bisschen Aufwärmzeit, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Frank eingerostet ist. Er macht den Job mindestens genauso lange wie ich und das ist einfach im Blut drin. Und ich fand es einfach toll, so zu. Ja, es ist einfach wie zum Soundcheck hier zu erscheinen und so. Man guckt sich alles an und freut sich einfach aufs Set.
Get it.
We'll be right back.
We'll be right back.